Wir haben den Gasometer hier, wir haben den Kaisergarten, wir haben das Centro, wir haben Kultur, Musik und Theater, alles das, was man braucht. Ich finde wirklich, in Oberhausen ist es noch so, im Vergleich auch vielleicht zu der einen oder anderen Großstadt, man kennt sich noch und ist sich auch durch die Stadtteile sehr nah, wo man wirklich auch Kinder und Eltern noch mal ganz persönlich kennenlernt. Die ersten Lebensjahre sind enorm wichtig dafür, wie wir uns weiterentwickeln und was auch später aus uns wird. Ich glaube, viele unterschätzen das noch, wie wichtig gerade die ersten Lebensjahre da für uns alle sind. Hier im Kindergarten laufen die zukünftigen Handwerker, Politiker, Lehrer und Arbeiter rum, die wir in Deutschland dann auch haben werden. Und sie mitzuformen und mit auf den Weg zu bringen, ist, glaube ich, eine sehr spannende Aufgabe. Die Kindertageseinrichtung ist die erste Bildungseinrichtung. Hier passiert Bildung von Anfang an. Um in der heutigen Zeit bestehen zu können, benötigen Kinder eine große Plattform, wo sie sich ausleben können, wo sie experimentieren, forschen, sich sprachlich entwickeln können, wo sie in Erfahrung bringen können, was gibt es für Kulturen, was gibt es für eine Vielfalt. All das brauchen wir, um im Leben bestehen zu können. Das Besondere ist, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu sehen, wie sie aufblühen. Die Projekte, die wir machen, wenn sie von zu Hause kommen und sagen, oh Frau Aufderheiden, wir wollen unbedingt heute eine Blumenwiese basteln und mit den Ideen kommen und wir uns die Bälle so gegenseitig zuwerfen. Kita ist so viel mehr als Aufpassen auf Kinder. Das ist Inklusion, das ist Integration, das sind viele verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen. Das sind Kinder mit Behinderung, Kinder ohne Behinderung. Besonders ist auch, dass die Eltern uns ihre größten Schätze in Obhut geben sozusagen und uns so vertrauen. Und das macht mich froh und ein bisschen stolz. Man kann nicht nur Erzieher werden, sondern man kann auch dual Kindheitspädagogik studieren. Man könnte in eine Wohngruppe gehen und sich dort mit Kindern und Jugendlichen in einer höheren Altersklasse beschäftigen. Man kann aber auch mit Kindern, die im Schulalter sind, arbeiten. Also man könnte auch in die OGS zum Beispiel gehen. Ich bin gestartet als Erzieherin, habe ganz schnell für mich entdeckt, ich möchte in Leitung gehen. Von Leitung bin ich dann in die Trägerseite gewechselt, um hier eine Plattform zu errichten für meine Kolleginnen in den Kitas. Also ich habe einen klassischen beruflichen Werdegang gehabt, von der Erziehung bis hin in leitender Position als Trägervertreterin. Und das steht allen Menschen, die Interesse und Spaß haben, offen. Jemand, der Erzieher oder Erzieherin werden möchte, sollte Leidenschaft mitbringen, ganz viel Spaß an der Arbeit mit den Kindern, mit der gemeinsamen Arbeit mit den Kindern. Wenn man eine gewisse Empathiefähigkeit mitbringt, dass man sich in unterschiedliche Gefühlslagen von Menschen hineinversetzen kann, sowohl von den Kindern als auch von den Eltern. In Oberhausen finde ich sehr besonders, auch wenn es manchmal schwierig ist, dann arbeiten wir trotzdem immer alle sehr gut zusammen. Es sind Themen, die uns in der Kita-Landschaft begegnen, die wir gemeinsam mit anderen Trägern, mit anderen Verbänden auf die Beine stellen können. Das ist was sehr, sehr Schönes. Ich stelle fest im Moment, was die Träger in Oberhausen betrifft, dass wir immer vielfältiger werden. Ich selber komme eben aus einer kirchlich geprägten Einrichtungen. Es gibt die Stadt als großen Träger und mittlerweile auch viele neue Namen, die dazugekommen sind, wo Eltern, denke ich, eine gute Wahl haben. Was möchte ich für mein Kind? In welche Richtung geht es? Welches Konzept verfolgt die Einrichtung? Und da sind wir, glaube ich, mittlerweile sehr vielfältig aufgestellt in Oberhausen. Es gibt verschiedene Schwerpunkte. Wenn man selber im Bewegungsbereich sehr aktiv ist, gibt es Bewegungskitas. Es gibt aber auch Waldkitas, die in der Natur viel unterwegs sind. Überall werden Fachkräfte gesucht und da kann man auch noch mal nach seinen eigenen Interessen und Stärken gucken, welcher Träger da am besten zu einem persönlich passt.